Und man hat einen netten Kontakt meistens. Ja, Bundesministerium für Justiz, da hast du aber wirklich richtig gut meine Videos studiert, weil das war vor 4 Tagen. Ich habe das gerade im Video alles erklärt, wie es funktioniert. Ich habe auch gestern, ich habe ein Grundgesetz bekommen vom Bundesministerium für Bildung. Glaubt mir auch keiner. Ich habe 2 Grundgesetze bekommen vom Bundesministerium für Bildung. Ne, finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Ich glaube, ich kenne keinen YouTuber, Influencer oder irgendeinen Typen, der online was zu tun hat, der 2 Grundgesetze bekommen hat von dem Bundesministerium für Bildung. Oder erzählt mir einen einzigen, der 2 Grundgesetze bekommen hat. Per Post. Ganz umsonst. Kennt ihr einen? Also ich kenne keinen. Okay, nochmal die Grundgesetze zeigen. Hier 2 Grundgesetze habe ich von dem Bundesministerium für Bildung zugeschickt bekommen. Also ist jetzt nur eins. Eins steht bei mir im Schlafzimmer im Regal. Aber ich möchte gerne einen zweiten wissen, der sowas geschafft hat, ein Grundgesetz umsonst zugeschickt bekommen zu haben. Ja, ich habe aber nicht bestellt, ich habe zugeschickt bekommen. Ich habe den Lieferschein auch alles online gestellt. Und ich habe es nicht bestellt. Also ich habe es nicht bestellt, wurde mir zugeschickt. Und der Absender stand Bundesministerium für Bildung, stand da drauf. Und auf einmal steckten 2 Stück bei mir im Briefkasten. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, warum ich 2 Grundgesetze zugeschickt bekommen habe. Vielleicht habe ich mal irgendwas erwähnt, der mich daran erinnern wollte, dass ich das nicht machen darf. Ja, das ist das Bundesministerium für Bildung gewesen, die mir das zugeschickt hat. Ich habe es auch nie erlebt, dass einer sowas zugeschickt hat. Ich habe auch bis jetzt nur einmal erlebt bei Twitch, dass einer über politische Themen gesprochen hat. Oder eine bei Twitch über politische Themen. Also, ich habe es bekommen. Ich habe eins ins Regal gestellt im Schlafzimmer, eins habe ich im Wohnzimmer liegen gelassen. Ob das gut ist oder schlecht ist, keine Ahnung. Aber ich habe mich darüber gefreut und warum sonst? Und immer wenn ich ganz, ganz viel Langeweile habe oder irgendwas, dann gucke ich da mal rein. Schick mir ein Video bitte. Oder ein Link, der schon mal 2 Grundgesetze zugeschickt bekommen hat. Und selbst bestellt habe ich mir die auch nicht. Mm-hmm.